Hi Leute, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe schon zwei Videos zum Thema Beziehungen gemacht und die kamen ganz gut an. Und da es ein so ergiebiges Thema ist, kann man darüber ja so viel sagen. Und ich dachte mir, okay, mache ich einfach mal ein drittes Video dazu. Ich habe auf jeden Fall noch einiges so bemerkt, seitdem ich hier in den USA bin. Als ganz kleiner Disclaimer, ich weiß, manche werden vielleicht schon müde davon, dass ich das sage, aber die USA sind so groß, so eine große kulturelle Vielfalt. Leute, die komplett anders sind als Leute irgendwo anders in einem anderen Bundesstaat und von einer anderen Religion und anderer Ethnie und so weiter. Also das ist alles hier sehr, sehr über den Daumen gepeilt und trifft einfach nicht auf jetzt alle und jeden zu. Von daher nehmt das Video einfach mit ein bisschen Augenzwinkern auf und ja, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt. Generell sind wir hier in den USA in dem Kapitalismus Purland und das bezieht sich eben nicht nur so auf ökonomische Sachen, sondern das spiegelt sich natürlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen wieder. Und so finde ich, dass es hier sehr wichtig ist, was für einen Status und was für ein Ansehen man hier in den USA hat, ist sehr wichtig im Bereich Dating. Auch schon bei jungen Leuten, also ich hatte mal einen Kumpel, selbst wenn der um die Ecke zur Tankstelle gegangen ist, hat er sich erstmal eine halbe Stunde fertig gemacht, hat sich umgezogen, hat sich die richtigen Schuhe angezogen. Und als ich ihn mal gefragt habe, ja, wieso machst du das immer, hieß es halt, naja, ich weiß ja nicht, vielleicht wenn ich da irgendwie ein Mädel sehe oder so und ich habe nicht die richtigen Schuhe an und ich spreche sie an, dann lacht die mich einfach aus. Also Mädels können hier sehr fies sein. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auch auf die Gegenden an. Es ist nicht überall so, aber ja, ich habe das schon öfter gehört, dass eben ein gewisses Äußeres erwartet wird und auch ein gewisser Status erwartet wird, wenn man hier eben jemanden ansprechen will. Und bei Erwachsenen ist das aber eigentlich auch nicht unbedingt anders. Also auch hier wird, denke ich mal, durchaus darauf geachtet, was für Marken werden getragen, was für Uhren werden getragen, welches Charisma hat diese Person, was für einen Beruf hat die Person. Also solche Sachen sind hier sehr wichtig. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, das ist eigentlich nicht unbedingt ungewöhnlich, ist vielleicht in Deutschland auch so. Und ich denke mal, wenn man sich Statistiken anguckt, dann sieht man, dass auch in Deutschland so Partner, die so ungefähr auf einer Höhe sind, sich auch oft, also oft zusammenkommen als Paar. Aber ich finde, das ist hier einfach nochmal eine ganze Ecke extremer. Und ich habe es halt auch schon miterlebt, dass Leute Partner oder potenzielle Partner abgesägt haben, die sie eigentlich sehr, sehr mochten und für die sie Gefühle hatten, einfach weil die Person nicht den richtigen Beruf hat, also beziehungsweise die beruflich nicht auf einer Höhe waren. Hier wird man auch sehr oft so in Nummern eingeteilt, also beispielsweise wenn jetzt ein Mädchen ihren Freundinnen erzählt von einem Typen, den sie kennengelernt habe, dann könnten die halt fragen, oh, was für eine Nummer ist er, und dann könnte sie sagen, ja, eine 9. Und ich denke mal, Typen machen das genauso, wenn nicht sogar noch heftiger. Und es ist dann halt so ein ungeschriebenes Gesetz, okay, ein Mädchen, die eine 8 ist, die hängt nur mit 8-Plus-Leuten ab und nicht mit Leuten, die auf der Attraktivskala etwas weiter unten sind. So, jetzt haben wir so viele Sachen gehört, wo man sich vielleicht denkt, oh mein Gott, aber es gibt auch noch positive Nachrichten. Also, nach meinem Ermessen ist es so, dass die Männer hier, die Frauen daten, doch sehr viel charmanter sein können als teilweise in Deutschland oder auch generell in Europa. Hier haben wir zwar auch also super viel so diese ganzen Gender-Gespräche, so von wegen, ist es noch in Ordnung, wenn ein Mann einer Frau die Tür aufhält und solche Sachen. Das bestimmt einfach die Diskussion täglich. Dennoch finde ich, dass sich eigentlich dann im Game an sich oder im Spiel an sich das eigentlich noch nicht geändert hat, dass so ein bisschen der Mann halt derjenige ist, der für die Frau providen muss, also der ihr was bieten muss, der halt ein bisschen so jagen muss, um sie zu bekommen. Das hat sich eigentlich nicht wirklich geändert. Was genau heißt das? Also hier ist es zum Beispiel normal, dass der Mann die Frau zum Date abholt. Also hier haben ja die meisten Auto und selbst wenn nicht, also man kümmert sich darum, dass die Frau zum Date kommt und dann am Ende des Abends auch wieder zu Hause abgesetzt wird. Das ist ja echt in Deutschland nicht unbedingt gang und gäbe, oder? Dann wird eigentlich auch im Großen und Ganzen vom Mann erwartet, dass er so ein bisschen einen Plan für ein Date macht. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau niemals irgendwie einen Vorschlag machen kann, wo sie hingehen will, aber es wird so ein bisschen von dem Mann erwartet, dass er so eine Art Konzept hat. Hey, hast du am Samstagabend Zeit? Ich würde gerne mit dir das und das machen und danach gehen wir da und da hin. Ist ja auch eigentlich was sehr Charmantes. Und dann ist es auch so, dass der Mann alles bezahlt. Gibt bestimmt wieder Ausnahmen, aber eigentlich wird das hier schon erwartet. Also
Meistens ist es so, die Frau sagt dann, oh nein, brauchst du nicht, und holt die Geldbeutel raus, so quasi so pro forma, von wegen, ja, ich habe dir jetzt angeboten, dass ich auch zahle, aber dann ist eigentlich, wird erwartet, dass der Mann sagt, nein, oh mein Gott, nein, ich bezahle das. Und auch sonst so, es gibt viel mehr Komplimente und nette Worte. Also wie gesagt, es wird eben so ein bisschen so gesehen, dass der Mann hier die Frau ein bisschen jagen muss, sie ein bisschen überzeugen muss und das einfach in dem tut, dass er sich von seiner besten Seite zeigt. So, jetzt mal ein bisschen was zum Thema sexuelle Sachen. Ich hoffe mal, ich kann das hier sagen, ohne von YouTube total irgendwie abgeblockt zu werden. Also, was es hier auf jeden Fall oft gibt, ist, also es gibt ja hier sehr religiöse Menschen oder auch generell Menschen, die einfach sehr konservativ sind, so dass es durchaus große Gruppierungen von Leuten gibt, die, also gerade Frauen, die sich für die Ehe aufheben wollen. Und das ist so ein ganz großer Unterschied zu Deutschland natürlich, weil in Deutschland gibt es sowas ja quasi gar nicht. Das heißt nicht, dass nicht in Deutschland irgendwie auch Leute etwas länger warten oder so manchmal, aber dass jetzt so wirklich bis zur Ehe gewartet wird, ist ja, glaube ich, in Deutschland ganz selten, wenn ich das mal so sagen darf. Und das gibt es hier natürlich auch. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ja, ich denke mal, fast die Mehrheit, die ein sehr westliches Verhalten jetzt so im sexuellen Umgang hat. Generell würde ich aber sagen, wenn wir uns wirklich die breite Masse angucken, hat man hier in USA, glaube ich, schneller Sex mit jemandem, mit dem man ausgeht und so weiter, als in Deutschland. Das ist jetzt aber total über den Daumen gepeilt und gilt natürlich nicht für jedermann. Und nicht nur beim Sex sind die Amis schneller, sondern auch beim Heiraten. Ja, wie ist es in Deutschland? Da ist es ja überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass Leute irgendwie 5, 6, 7, 10 Jahre zusammen sind und nicht heiraten, weil sie einfach denken, ja, mein Gott, wieso? Wir leben zusammen, wir haben vielleicht sogar schon Kinder zusammen, wir wollen auch immer für immer zusammenbleiben, aber wieso brauche ich ein Papier, auf dem das steht? Und weiß ich nicht, bei manchen bringt es vielleicht steuerlich auch nicht super viel. Das ist in den USA anders. Natürlich gibt es auch hier Leute, die Langzeit zusammen sind, ohne zu heiraten. Aber ich würde sagen, hier ist es eigentlich eher so, dass wenn man den Entschluss gefasst hat, dass man mit der Person, mit der man zusammen ist, dass man mit der für immer zusammen sein will oder dass das wirklich ernst ist, dann heiratet man die Person. Dann wartet man nicht irgendwie jahrelang ab oder sagt halt, ach ja, das mit der Ehe ist ja gar nicht so wichtig, sondern hier ist es eigentlich so, wenn du es ernst meinst, dann heiratest du auch. So dass es hier halt wirklich überhaupt nicht ungewöhnlich ist. Also ich meine, es gibt Leute, die heiraten nach 2 Tagen. Aber ich würde sagen, so selbst die breite Masse, so nach einem Jahr oder so, ist das schon echt normal, hier zu heiraten. Vielleicht sogar ein bisschen unter ein Jahr. Das ist total gang und gäbe hier. Und ja, ich weiß nicht, das ist sogar so extrem, dass ich manchmal, wenn mir irgendwie jemand so erzählt, ach ja, die, weiß ich nicht, die sind 3 Jahre zusammen, also, ah, die sind nicht verheiratet, dann denkt man quasi fast schon so, okay, einer von den beiden meint es wahrscheinlich nicht ernst mit dem anderen, weil sonst wären sie schon verheiratet, weil es ist halt echt hier so. Oder irgendwie jemand erzählt, wie wichtig ihm sein Partner ist und dann wird so hinter dem Rücken geredet, ja okay, der erzählt jetzt, so wichtig ist ihm seine Partnerin, die sind aber schon 1,5 Jahre zusammen und also heiraten tut er sie ja nicht, also so krass können die Gefühle ja nicht sein. Ja, und es ist auch einfach so, wenn man verheiratet ist, der Status, den man einfach für die Beziehung hat, jetzt für die Außenwelt, ist einfach komplett anders. Man wird in der Familie ganz anders wahrgenommen. Man spricht hier ja übrigens auch eigentlich von Daten, also wenn man nicht verheiratet ist. Aber ja, selbst wenn man mit einer Person schon richtig lange zusammen ist, vielleicht zusammen wohnt, dann daten sie. Also das, also wenn man ein bisschen so sich dieses Wort anguckt, ist das ja eigentlich schon so, sie treffen sich, aber man weiß noch nicht so, in welche Richtung das geht. Und ja, wie gesagt, so ist es halt wirklich. Man hat hier einfach einen anderen Status, wenn man verheiratet ist, und da führt eigentlich nichts dran vorbei, wenn man es mit einer Person ernst meint. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Lasst mir gerne einen Thumbs up und einen Kommentar da, würde mich wirklich freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao.